hallo Adi, Modeexperte, Adi Weiß heute bei uns zu Gast. Adi, wichtigste Frage vorab, was darfst du nächstes sein? Ein Käsekreiner bitte. Senf oder Ketchup? Beides. Alles klar, kommt klar. Danke. Schon herrlich, so ein Käsekreiner, oder? Leider, ja. Ja. Leider. Ja, leider. Wenn man auf die Kalorien denkt, aber ich esse das wahnsinnig gerne, ja. Bis nächtens wahrscheinlich, oder? Immer. Ich werde um 3 oder 4 in der Früh, es geht glaube ich allen so, kriege ich so einen Guster nach dem Weggehen und muss leider irgendwo stehen bleiben. Auch da oft, ja, oft. Bist du ursprünglich aus dem steirischen Leibniz? Genau. Wie hat es dich, über welche Umwege hat es dich dann nach Wien verschlagen? Das war total witzig. Ich habe früher neben meinem Studium bei einem Modegeschäft gearbeitet in Graz. Die haben mich dann irgendwann nach Wien geholt und gesagt, du musst Jeans nach Wien. Verkauft, oder? Alles mögliche, Anzüge, Jeans, ich war der beste Verkäufer wirklich. Und die haben mich irgendwann einmal nach Wien geholt und ich kann mich erinnern, mein Vater hat damals gesagt, tu das nicht, wenn du das machst, wirst du ewig im Verkauf bleiben. Du wirst das ewig bereuen. Ich habe es nicht bereut und alles ist gut gegangen. Dann hast du auch Psychologie studiert einmal? Ja, das Psychologiestudium war ein wirkliches Highlight in meinem Leben, weil ich habe es, glaube ich, ein Dreivierteljahr studiert. Und jedes Mal, wenn mir wer fragt, sagt, hast du mal studiert? Sage ich, ja, ich habe Psychologie studiert. Und es fragt keiner nach, wie lange. Und jeder glaubt, ich bin fertiger Magister. Also ja, aber Dreivierteljahr habe ich studiert. Ja, ich sage immer nur, ja, ich habe studiert, aber halt nicht fertig. Die Grundzüge hast du. Die Grundzüge weiß ich jetzt, ja. 2009, glaube ich, war ein entscheidendes Jahr in deinem Leben. Da hast du mit Michi Labarana die quasi selbstständig gemacht. Wie schwierig war diese Entscheidung, das zu tun? Das war eigentlich das größte Highlight in unserem Leben. Also der Michi und ich haben gesagt, wir machen uns selbstständig, versuchen uns in der Medienbranche und machen unser Style Up Your Life Magazin. Und wirklich jeder ist zu uns gekommen und hat gesagt, ihr seid wahnsinnig, das ist Wirtschaftskrise, ihr werdet keine 2 Monate durchhalten. Und wir haben einfach gesagt, wenn man was Gutes macht, dann glauben wir dran und dann hat das Erfolg. Und so war das auch, aber ich glaube, wir sind gemeinsam ein wirkliches Dreamteam. Also das hat, ja, sind sehr dankbar, dass das, ja, dass wir es bis heute noch haben und das gut funktioniert. Wie lange habt ihr überlegt oder was hat euch dann letztendlich zur Entscheidung bewogen, es zu tun? Du, es war total witzig, der Mich und ich, wir sind ja beide aus der Medienbranche gekommen. Und wir sind zu Hause auf der Couch gesessen und haben gesagt, wir hören jetzt auf und machen ein Kaffeehaus auf. Und haben wirklich, wir haben in ganz Wien Kaffeehäuser gesucht und haben gesagt, das machen wir. Und irgendwann sind wir gesessen und haben gesagt, hat irgendwer von uns gesagt, wir streiten heute darum, wer es war, hat gesagt, warum machen wir nicht ein Magazin? Ich meine, wir sind beide aus der Medienbranche, das Neuliegendste. Und irgendwann haben wir beide gesagt, eigentlich stimmt, wie deppert sind wir, dass wir von einem Kaffeehaus denken und träumen. Und dann haben wir gesagt, wir machen es und haben gekündigt und unsere guten Jobs und ja, da haben wir gestartet. Als Modefuzzi, der du ja wirklich bist und auch dich selber so nennst, schaust du ja besonders auf Outfits und Aussehen. Was war so das Schlimmste, was du selber mal angehabt hast? Ich habe so schlimme Sachen getragen. Ich denke mir das jedes Mal, aber ich glaube, da geht es jedem so, wenn man sich die alten Fotos anschaut. Aber ich gehöre wirklich zu denen, die sich völlig überschätzen, wenn sie im Urlaub sind. Wirklich, ich war mal in Gran Canaria auf Urlaub und habe mir ein buntes Cavalli-Shirt gekauft in gelb-grün. Ärmelfrei, ganz stailliert, ich habe ausgeschaut wie eine Knackwurst drinnen und habe mich aber in dem Urlaub so super gefunden. Da habe ich gedacht, bist du, das schaust echt gut aus, echt passt jetzt das super. Jetzt zum Würstelstand passt das leider. Das hat heute perfekt gepasst, dann heißt ja. Na, und dann schaust du das da zu Hause an und denkst, wie konnte ich das kaufen? Aber ich bin auch jemand, der oft daneben greift, ja. Du bist ja nicht nur ein Modefuzzi, sondern du bist ja ein Schlagerfuzzi quasi. Du bist ja ein bekennender Schlagerfan. Wie äußert sich das, wenn das dann im Büro bei dir, oder? Du wirst lachen, ich höre es wirklich oft, ja. Und das Coole ist ja, jetzt darf man es endlich sagen, gell. Bitte vor ein paar Jahren, wenn ich da gestanden wäre, gesagt, ich höre Schlager, die hat gesagt, na bitte, was ist mit dem Typen los? Aber jetzt, bitte kommen ja 50.000, 60.000 Menschen zu Helene Fischer nach Wien ins Konzert. Also, ja, aber ich muss schon dazu sagen, ich höre das nicht die ganze Zeit. Du hast jetzt auch ein kleines, feines Häuschen irgendwie umgebaut und eingerichtet in der Steiermark. Was sind da die Pläne damit? Wann wirst du dorthin ziehen wieder? Wir haben nur fürs Wochenende? Ja, es war eigentlich so der Mich und ich haben gesagt, wir brauchen jetzt einen Ruhepol. Und wirklich bis vor 2 Jahren wäre das unvorstellbar für mich gewesen. Also wenn du mir gesagt hast, du wirst am Launterhaus, hätte ich gesagt, bitte nicht da, ich sehe mich im Penthouse oben, Terrasse, vielleicht im Malibu irgendwo, aber auf keinen Fall am Land. Aber irgendwie war jetzt der Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, wir brauchen einen guten Ausgleich. Es ist mein Alter, gell? Leider. Es ist so. Aber es ist wirklich so, was die mir lachen immer, und das ist nicht Fishing for Compliments, sondern so, geh bitte, aber es ist wirklich so, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich am Wochenende aufs Land fahren muss.
Also bist du doch schon einige Jahre auch in Wien. Wo sind so deine Lieblingsplätze, die Ecken, wo du dich gerne herumtreibst, aufhältst? Unter der Woche bin ich recht wenig in Wien unterwegs oder pendle zwischen Büro und Wohnung, muss ich echt sagen. Ja. Da bin ich sehr viel, ich wohne jetzt im zweiten. Und das ist so, bin so ein richtiger Couch-Typ, der dann wirklich zu Hause sitzt und Fernsehen schaut. Und sonst bin ich wahnsinnig gern am Sonntag in der Innenstadt unterwegs. Da spaziere ich herum bei der Albertina, Kärntner Straßen, Graben, alles. Da spaziere ich in die Gasseln herum, das liebe ich am Sonntag. Das ist so richtig mein zum Aufkommen einmal. Und dann gehe ich irgendwo hin, wo es nicht essen und dann starte in die Woche. Ja, ach, du hast uns vorab ein Foto geschickt, das dir viel bedeutet. Erzähl mir, wer sind diese Damen und wie stehen die? Das sind meine drei Traumfrauen. Das ist meine Mama und das sind meine beiden Schwestern aus der Südsteiermark. Das sind die drei wichtigsten Frauen in meinem Leben. Und die werden jetzt sicher sagen, Adi, wie kannst du, ohne uns das zu sagen, dieses Bild in die Sendung mitnehmen? Ja. Ich habe es gemacht. Tut mir leid. Bist mit den Outfits auch zufrieden von den Damen? Super. Und wir machen immer Styleberatung. Das geht so, meine Mama ruft mir an, sagt sie, du Adi, ich stehe gerade dort, ich sehe ein rotes Kleid, soll ich mir das kaufen? Sag ich, Mama, sicher nicht. Moment, ich mache ein Foto. Mama macht ein Foto, schickt mir per WhatsApp das Foto, ich schreibe zurück, ja oder nein. Und das machen meine Schwestern auch. Ja, Adi, danke für deinen Besuch, für das Gespräch, für Erfolg, für deine nächsten Projekte. War super. Wir essen und mir nicht zusammen und lästern ein bisschen über Mode von unseren Kameraleuten. So ist es. Da schauen wir jetzt einmal runter, wie dein ganzes Team. Aber es geht gar nicht, oder? Der Alex jagt mich wieder an. Hast du die Frau gesehen, bitte? Furchtbar. Ich habe gar nicht mehr in. Da hat er den Kappa auf. Nein, bist du. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hätte ich gar nicht sprechen. Das hat man vor 10 Jahren gehabt, oder?